Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bioshock Infinite mit Paxis. Wir sind dabei, mit dem Mädchen abzuhauen, nach Paris zu gehen, wie auch immer, und haben unsere zwei Freunde wieder getroffen. Und ja, ich bin gespannt, was das dieses Mal für uns zu bedeuten hat. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser, der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Also mir gefällt besser... der Vogel für Freiheit, würde ich sagen. Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott! Mein Gott! Bestimmt. Sehen Sie! Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los! Oh oh! Der falsche Hirte hat das Lamm entführt. Was ist da denn los? Weint nicht so viel, ihr kleinen, dummen Menschen. Ich bin euer Befreier. Hoffe ich doch mal. Er wird es richten. Er ist das Schwert der Rache. Wo war Songbird, als es passiert ist? Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da, wenn man ihn braucht? Wozu sind die gut, außer dazu, Leute zu erschrecken mit ihren bizarren Behinderungen? Mit ihren bizarren Behinderungen? Was ist denn hier dran? Achtung, Durchsuchung steht bevor. Anlockung der Polizeibehörde von Columbia. Ich habe ein bisschen Angst, da ist so viel Polizei. Ich gehe erstmal in die Richtung. Ich gehe erstmal den Silberigel holen. Und das Portemonnaie. Krass, oder? Elisabeth, was sagst du? Du siehst da überhaupt nichts. Ist doch alles im Weg. Okay, ich dachte, man kann da drüber springen. Wir müssen doch zu der Polizei. Ah, ein Hotdog, da hab ich jetzt Bock drauf. Komm mit. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Fingerspreizen. Beine spreizen. Hey, Bulle, stehen. Zieh dir den an. Halten Sie still. Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Hör du mal auf zu trinken. Ja. Ruhe da oben, Pete. Geh heim und schlaf deinen Rauch aus. Ach, das Ding ist versperrt. Hallo, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Ich komm gleich. Ich will erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Okay, komm mit. Schreibtisch durchsuchen. Silberigel nehmen. Schreibtisch durchsuchen. Silberigel nehmen. Schreibtisch durchsuchen. Silberigel nehmen. War zwar nur einer, aber was soll's. Schreibtisch, kein Silberigel. Ah, cool, wie sie sich hier anlehnt. Auf jeden Fall finde ich es geil gemacht, wie die mit der ganzen Umgebung hier spielt. Und interagiert, ne? Wollen wir weitergehen? Ja, komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Okay, wenn du das sagst. Kiste durchsuchen. Tasche durchsuchen. Kaffee, Salz, Mülltonnen. Ist nichts drin. Hey, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Danke, aber ich habe schon volle Gesundheit.
Ein Silberigel. Also, ich sag mal so, Mädchen. Das Billigste für die Gesundheit kostet 14 Dollar. Also Silberigel. Das heißt, ich kann überhaupt nicht... Pistole? Maschinengewehr voll. Ich kann davon mir nichts kaufen. Das kostet mehr Geld. Du musst mir noch 13 geben. Oh. Gäste sind stets mit Sir oder Madam anzusprechen. Merkt's euch bloß. Gin. Wenn wir noch ein bisschen Tonic finden, dann können wir Gin Tonic draus machen. Verhält sich Ihre Haushälterin verdächtig? Stellen Sie ein paar Fangfragen, wie etwa: Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit Ihren Beschuldigungen gegen den Propheten? Und bestimmt waren Freunde von Ihnen bei Ihrem Treffen. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, ach, das weiß ich natürlich schon. Neue Stiefel. Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Vergleichanzeigen. Aktuell Stiefel, Newtonsches Gesetz. Beim Landen von einer Skyline werden Feinde da näher zurückgestoßen. Ausrüstung anlegen ist H. Ausrüstung nur nehmen ist F. Ich will eigentlich das behalten, weil ich sterbe sowieso fast nie. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und nun wieder Musik. Jetzt gucken wir mal nach. Wo können wir denn hier Ausrüstung auswählen und miteinander vergleichen und den ganzen Schwachsinn? Ist doch hier nirgendwo. Wenn es irgendjemand weiß, bitte melden. In den Kommentaren. Und wir haben noch gar nicht das Voxophon angehört. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Tja, sag bloß. Tut mir sehr leid für dich. Hey, Mister, wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Danke. Noch eine Ausrüstung. Schon wieder Stiefel? Wir hatten doch gerade schon Stiefel. Stiefel Overkill. Beim Töten mit exzessiven Schäden werden nahe Feinde betäubt. Lass mich überlegen. Beim Töten mit exzessiven Schäden werden nahe Feinde betäubt. Vergleichanzeigen. Ich glaube fast, ich nehme die, weil die Skyline so oft nehmen wir. Also so oft sind wir ja nicht auf der Skyline, oder? Ich denke fast, lass ich es besser. Ah, schlägt die an. Colored Irish Washroom, aha. Hier dürfen also die Farbigen und die Iren hingehen. Das ist auch lustig, oder? Wie hier Wasser unten rausläuft, obwohl oben keins reinkommt. Halte diesen Bereich sauber, es ist dein Job. Okay, das sieht aber ziemlich dreckig aus, ehrlich gesagt. Ziemlich eklig, oder Elisabeth? Was sagst du? Ja, komm, wir gehen wieder raus. Ziemlich bäh, ne? Ziemlich bäh. Colored in Irish Washroom, schon wieder. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Aha. Hier, nimmst du deinen Job eigentlich ernst, oder warum sieht's hier so dreckig kaputt und so aus? Bitte, Sir, bitte. Wenn man sie hier findet, bin ich schuld. Was? Of lies you see nothing. Aha. Finden ziemlich viele Kids an Stellen, wo wir überhaupt nicht verletzt sein können. Puppentheater aktivieren. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Was? Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Okay, dann bin ich wohl eher der Schwachkopf. Geil.
wie er hier das Gewehr hält, verkehrt rum. Nicht schlecht. Bist du ein Schlaukopf? Wissen Sie zufällig, wie spät oder es ist? Die kenne ich doch. Wenn ein Schlaukopf eine verdächtige Person sieht, meldet er sie sofort bei den Behörden. Wenn ein Schwachkopf eine verdächtige Person sieht, ignoriert er sie und widmet sich lieber seinem neuen Roller. Okay. Und denk immer daran, sein kein Schwachkopf. Schön, die Puppentheater machen Spaß. Oh nein, Oh nein, nicht, bitte nicht. Dann muss ich ja jetzt die ganze Folge lang nur diese Puppentheater angucken, wenn hier so viele rumstehen. Bist du ein Schlaukopf? Was ist das? Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Ach so, okay. Kenn ich schon. Moment, wie hieß das? Flawless Flintlock, Skulking, bla bla. Okay, das ist nochmal das gleiche. Hallo. Enjoy delicious cotton candy, free today. Flawless Flintlock kennen wir auch. Patriot, das haben wir noch nicht gehabt. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Wenn ein Schlaukopf die kolumbische Hymne hört, nimmt er Haltung an und singt stolz und kräftig mit. Wenn ein Schwachkopf die kolumbische Hymne hört, sagt er nur: Das Lied wieder, ich bin zu faul zum Mitsingen. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Okay. Das kennen wir ja alles schon. Ja, das kennen wir alles schon. Hey! Flawless Flintlock! Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde 3-mal verschoben. Woher weißt du das? Kommen Sie! Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kirschbaum gefällt. Er hat den Delaware überquert. Auf Knien hat er das Schwert des Engels Columbia empfangen. Kommt, Leute! Zeigt eure Treue zu Flagge und Nation! Den Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Aha. Comstock wird sich um sie kümmern. Ich weiß nicht. Oh. Manchmal denke ich, die Vox Populi sind einfach... Naja, ich habe nie einen getroffen. Das ist ja das Raffinierte. Man sieht sie nicht, aber sie sind überall. Die gibt's also gar nicht, oder was? Wo rennen die denn überall hin? So, jetzt stellt sie sich wieder irgendwo hin. Grüße. Ich schwör's, der Service hier wird von Mal zu Mal schlechter. Das Skulking, ja, das hatten wir alle schon. Whites! Oh, 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 oh. Gibt's hier irgendwas Neues? Patriots? Hier ist etwas Geld. Wofür denn? Okay. Gut. Danke. Ich weiß noch nicht warum, aber vielen Dank. Verzeihung, aber darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Oh oh. Hier muss mit Madame oder Sir angeredet werden. Er hat mich nicht mit Sir angeredet, deswegen darf ich ihn jetzt wahrscheinlich erschießen oder so. Ein Rückblick auf die Anfänge. Der Traum des Propheten wird endlich flügge, 1893. Ach so, das kennen wir doch schon. Der Prophet... Hat man das schon gehabt? Das Wort des Propheten präsentiert, der Prophet widersteht. Feinden, inneren wie äußeren. Hatten wir auch schon. Gucken. Das schon hatten. Oh. Wir trennen uns von der sogenannten Union. Ja, das hatten wir auch schon, okay. Das ist ja also ein Sammelraum von solchen Dingern, die ich alle schon kenne. Tin Soldiers on Sale. Z.
29 Silber. Langsam findet man echt viel Geld, aber ich weiß auch nicht so richtig, was man damit alles machen soll, weil ich habe ja viel... Sind die betrunken? Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Geht's nicht gut? Was heißt das nicht gut? Nun, ein Storch, kein Ehemann. Sie sollte für ein paar Monate nach Finden verschwinden oder so wohin und dann wiederkommen. Würde doch kein Mensch merken. Ach so, hat sich wohl schwängern lassen ohne Mann. Hahaha. Gehen wir erstmal das hoch. Oder gehen wir erstmal zu den... Ich weiß auch nicht, gehen wir erst hier rein. Ha. Wir gehen erstmal dort hoch. Komm mit. Hall of the Heroes. Sie geht arbeiten, oder? Ja. Bei einer Zeitung. Tja, Frauen von heute machen das wohl so. Ist trotzdem nicht richtig. Genau, Frauen gehören hier an den Herr. Die dürfen doch nicht arbeiten. Was ist denn da los? Mülltonne, Banane brauchen wir nicht. Hotdog? Na, Hotdog hab ich immer Bock. Komm her damit. Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Ja, was? Du gehst da nicht durch, du bleibst hier. Nein, wir gehen da noch nicht durch. Wir gehen erstmal zurück in die andere Richtung, wo nur Weise hin dürfen. Hier hin. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Stimmt. Wollen alle nicht mit mir reden? Ach so, Männer und Frauen sind hier getrennt. Bei Schwarzen ist das nicht so. Oh. Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Warum nicht? Ach so, ja, weil es für Männer ist. Überall Werbung, Verherrlichung und halt ein Voxophon. Alles in Ordnung da drin? Alles okay. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt, Bill wäre loyal gewesen. Sekunde noch. Kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Komm, wir gehen jetzt hier mal rein. Wollen Sie unbedingt, dass wir verhaftet werden? Ja. Ich will nur gucken, ob es hier Geld gibt, Mann. Vor allem solche Vorhänge, die muss man doch jeden Tag waschen, oder nicht? Wenn die hier im Klo hängen. So, jetzt gehen wir wieder raus. Die Lösung des ihren Problems. Seht den Trinker, den Faulenzer. Seht die Hure, seine Gebärmaschine. Oh mein Gott. Zusammen zeugen sie zukünftig Vox Populi bla bla bla. Schickt sie mir, sagt Jeremy Fink. Sie werden arbeiten oder bei Gott beim Versuch zur Gnade. Aber was ist denn das so schnell? Ich kann überhaupt nicht so schnell lesen. Meine Fresse. Egal. Dass du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Und diese schreckliche Erin O'Malley? Wenn dein Vater das erfährt. Ah, schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Oh, Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Hat er jetzt gelacht oder geheult? Ich konnte es nicht wirklich interpretieren. Ja, setz dich erstmal, ne? Schön eine rauchen, oder? Was rauchen die? Zigaretten oder Zigarre? Zigarette, oder? Ja. Richtig geil, ne? Oh, schmeckt das gut. Mmh. Yummy, yummy, yummy. Okay. Komm mit, jetzt gehen wir in die andere Richtung. Komm. Na, essen.
Ey, die ist ja viel schneller als ich. Was ist denn da los? Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Aber ich bin doch der letzte Kunde. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Kann ich mir auch meine Schuhe putzen lassen? Ich bin doch vorhin ins Wasser gefallen. Besser Regen als Schnee. Ja, das ist auch wieder wahr. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Läuft ausschließlich mit Fink Industries. Schock. Jockey. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Oh, krass. Na unten, soll ich da jetzt ausrutschen oder was? Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Okay. Krasse Unterhaltung. Naja, was soll's. Wir haben die 20 Minuten überschritten. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Auch wenn nicht ganz so viel Action war. Die Action kommt bald wieder, gehe ich ganz stark von aus. In diesem Sinne, ich liebe euch alle. Bis morgen. Tschö, tschö.